Was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch mal drei richtig coole Landespots in der neuen Season 6. Also würde es mich freuen, falls ihr bis zum Ende dran bleibt. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. So Leute, der erste Landespot ist ein Split Drop. Landet einer hier und der andere hier. Also einer bei der Müllhalde und einer halt bei der Tankstelle. Hier könnt ihr bis zu 4 Chests haben. Und da ist dann auch immer meistens sehr guter Loot, wenn ihr ungefähr 2 bis 3 Chests habt. Das Beste an dem Landespot ist nämlich, dass ihr hier die Autos abirren könnt, um Metallteile zu bekommen. Hier könnt ihr nämlich dann Metall farmen und halt gleichzeitig auch noch diese Metallteile. Ich habe jetzt einfach schon 6 und das ist halt wirklich der einzigste Ort, wo das so schnell geht. Jetzt habe ich schon 8 und jetzt kann ich zum Beispiel hiermit eine normale Pump machen. Jetzt habe ich zum Beispiel eine blaue normale Pump. Hier kann ich jetzt nichts mitmachen, weil mit manchen Waffen kann man halt nichts. Man könnte das dann nur mit einer normalen Waffe machen, also mit einem Tüftlergewehr, nicht mit diesem Uhrzeitgewehr. Wenn ihr das dann macht, kriegt ihr auch eine blaue R. Und dann habe ich jetzt einfach hier 2 normale Waffen. Und hier ist auch noch halt der NPC. Der nächste Landespot ist wieder ein Splitdrop, nämlich landet der eine Risk Reels und der andere hier oben am Berg und geht dann runter zu den 3 Chests. Ich denke, jeder kennt den Landespot schon, nur diesmal in der neuen Season ist es halt so, dass ihr dann auch rüber zu Cossacy Crops gehen könnt. Wirklich ziemlich viel Loot ist, da könnt ihr auch die ganzen Gegner dann holen oder zumindest versuchen, die abzustauben. Dann habt ihr hier diese Chest und dann ist hier hinterm Berg noch manchmal eine Chest. Falls ihr dann schon okay Waffen habt, könnt ihr auch noch kurz runter zu dem LKW gehen. Da die ganzen Paletten abbauen und die Chests halt durchsuchen. Dann könnt ihr einfach weiter rüber zu diesen Chests hier gehen, die dann einfach abbauen. Falls ihr euch noch nicht den Battle Pass gekauft habt oder euch zukünftig noch was kaufen wollt oder auch wenn ihr euch nichts kauft, könnt ihr einfach Lenny-OG im Item Shop eingeben. Würde mich freuen. Der nächste Landespot ist hier dieser eine Turm hier. Von denen gibt es ja eben auch mehrere auf der Map. Da landet dann einer in diesem Haus und der andere da unten in dem Haus. Dann könnt ihr hier ganz einfach looten. Wenn ihr gelootet habt und einen Huhn findet, könnt ihr das auch einfach mit nach oben nehmen. Wenn ihr das Huhn dann mitnehmt und hier auf den Tower hochgeht und damit hier drauf springt, fliegt ihr auch richtig weit weg. Und euer Mate oder ihr könnt dann einfach auch den Boss killen, der hier dann spawnt. Ihr seht schon, ihr fliegt dann richtig weit weg und ihr könnt dann auch den Hanggleiter aktivieren. Das war es jetzt mit den Landespots. Natürlich hoffe ich, wie immer, sie haben euch gefallen und ja. Falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und ciao. Tschüssi.